Ja, jetzt aber schauen wir uns vorher eine Frau an, die auch einen sehr schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Um diese Frau geht es jetzt im Film, um Sarah Marcus. Ein fantastisches Beispiel auch für eine Stehauf-Queen. Gesicht zeigen. Jetzt. Erst recht. Es gibt Tage, wo ich wirklich denke, dass er eigentlich das Opfer in der Rolle ist. Dass sich das wirklich, dass sich das gedreht hat. Ich würde mich gar nicht so beschreiben. Er braucht Hilfe. Dann gibt es natürlich Tage, wenn wieder neue Operationen anstehen, wo ich dann sitze und sage, warum musste mir das passieren? Dann natürlich kommt der Hass. 15. Februar 2016. Vanessa Münstermann verlässt früh am Morgen das Haus. Im Gebüsch wartet ihr Ex-Freund. Plötzlich spürt sie etwas Ätzendes im Gesicht. Ein Moment, der alles verändert. Krankenhaus, künstliches Koma und ein Gerichtsprozess in Hannover, der viele bewegt. Der Täter bekommt am Ende 12 Jahre Haft. Auch Familie und Freunde leiden bis heute unter den Folgen der Säureattacke. Wäre nur ein Tropfen der Flüssigkeit in ihren Rachen gelangt, Vanessa wäre nicht mehr am Leben. Der schlimmste Tag meines Lebens. Ich hatte ja die große Befürchtung, nachdem sie aufwacht und sie weiß, was ihr passiert ist, hatten wir schon Angst gehabt, dass sie sagt, pass mal auf, Papa, warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Aber da kam die Antwort von ihr, so habt ihr mich nicht erzogen. Kämpfen. Gegen Stigmatisierung und gegen die Angst. Die Dekompressionsmaske hilft gegen das Wuchern der Narben. Vanessa trägt sie nur nachts. Denn die 28-Jährige will sich zeigen. Es geht nicht nur um ihr Gesicht. Wenn du sagst, es ist in Ordnung, kriegst du genug Luft auch durch die Nase. Für mich ist natürlich das Wichtigste, sichtbar zu werden, weil wir sichtbar werden müssen. Wenn ich jetzt nicht den ersten Schritt mache, wer soll es tun? Als ich betroffen war, habe ich die Hilfe, die ich eigentlich gebraucht hätte. Jemand, der so sichtbar ist, wie ich versuche zu sein. Ich glaube, ich wär schon viel weiter als jetzt. Sie gründet einen Verein. Ausgezeichnet. Immer mehr Betroffene, Gezeichnete aus aller Welt werden von ihr und Helfern versorgt. Hilfspakete mit Kompressionsbinden, Narbensalbe und vor allem Trost gehen an Adressen in Deutschland, nach Afrika und Indien. Ich habe ein Säureopfer aus Indien. Sie sieht genauso aus wie ich, also ist wirklich genauso betroffen. Das Auge ist in Mitleidenschaft gezogen, die Hälfte bis zum Dekolleté. Da habe ich auch Fotos, wo ich auch sehen kann, okay, da haben wir ganz, ganz toll geholfen. Eine komplette Kompression konnten wir schicken, es passt wie angegossen. Anderen zu helfen, hilft Vanessa, ihre eigene Geschichte zu verarbeiten. Außerdem schreibt sie zurzeit an einem Buch. Denn seit dem Attentat vor 2 Jahren hat sie eine Botschaft. Sie gilt für jedermann. Es ist ja auch immer die Frage, nicht was passiert ist, sondern was man daraus macht. Freunde, Familie, Umfeld. Rausgehen, nicht verstecken. 15 Betroffenen konnte Vanessa mittlerweile helfen, die Perspektive zu wechseln. Raus aus der Opferrolle, zurück ins Leben. Ja, viel Glück auf diesem Weg und großartige Frau, die Vanessa. Nicole Staudinger ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ist es das, was Sie unter einer Stehauf-Queen verstehen? Aber wahrhaftig, oder? Also diese Frau, die zeigt ja mal, auf was es ankommt. Die hat was ganz, ganz Schlimmes erfahren. Ja, also wahrscheinlich eines der schlimmsten Sachen, die man überhaupt so erleben kann. Und nimmt das jetzt an und wandelt das noch um und macht da noch irgendwie was Gutes draus. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstbestimmtheit, wo wir eben drüber gesprochen haben. Sie hatte nicht in der Hand, was ihr da passiert ist. Ja, aber sie hat jetzt in der Hand, wie sie damit den Rest ihres Lebens umgeht. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Toll.